Du bist auf der Suche nach einer Inspiration für einen mega RGB-Gaming-PC? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video bauen wir einen! Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und ich baue dir den passenden PC zu deinem Budget. So wie heute, siehst du, ist der Gabentisch schon reichhaltig gedeckt. Und zwar ist der gute Mario auf mich zugekommen und sagte mir, du Kerl Bastelnerd, kannst du mir weiterhelfen? Ich suche einen Gaming-PC. Ich möchte gerne Far Cry 6, Battlefield 2142, New World und, ich glaube sogar den Landwirtschaftssimulator. Den vergessen wir mal. Flüssig spielen und ich brauche einen PC dafür. Und der soll auch richtig nice aussehen. Ja, und dann haben wir uns hier für diese Komponenten in der Kaufberatung zusammen entschieden, um ihnen nachher einen fantastischen PC zusammenzustellen. Ich stelle dir mal kurz die Hardware vor. Als Mainboard setzen wir hier auf das B550E Gaming von Asus. Ja, super Platine. Ich habe es auch selber im Einsatz mit super Spannungsaufbereitung. USB-Key-A-Header, wichtig nachher für unser Gehäuse. WLAN-Bluetooth auch noch dabei. Das war ihm auch ganz wichtig, das braucht er. Und wir haben hier auch noch einen elektronisch vierfach sowie achtfach angebundenen X16-Slot. Ja, Vorteil wäre jetzt hier, wenn man dann nochmal streamen will, kann man auch in den unteren X16-Slot eine Capture-Karte einbauen. Und ja, klaut der Grafikkarte keine Lanes von den 16 Stück. Auf so ein Board gehört natürlich auch ein vernünftiger Prozessor, weil gute Spannungsaufbereitung und so weiter. Dafür gibt es den Ryzen 7 5800X. Ja, der 8-Kerner von AMD in der aktuellen Generation mit einer der stärksten Gaming-CPUs. Ja gut, der 5950X und der 5900 ist noch ein bisschen stärker, weil die noch ein bisschen höher boosten, aber ist zu vernachlässigen. Also 8 Kerne, 16 Threads, damit genauso viel Kerne wie die aktuellen Konsolen und ja, die nächsten 6-7 Jahre mit Sicherheit Ruhe mit dieser CPU. Diese CPU hat aber einen kleinen Nachteil, der wird nämlich verdammt heiß und damit er nicht anfängt zu schwitzen, verbauen wir hier die Corsair IQ H150i Elite Capellix. Eine schöne AIO, das neue Modell von Corsair. Ist ja der Nachfolger, diese Capellix IO, hat den großen Vorteil, dass die schon so einen kleinen Mini-Commander mitbringt. Der ist auch ganz entscheidend und wichtig, weil, wie du siehst, verbauen wir dann nochmal 9 QL-Lüfter mit jeweils 34 LEDs. Ja, damit das dann nachher alles super steuerbar ist und so weiter und anzuschließen ist. Auf die zwei USB-Anschlüsse, die das Board halt auch bietet. Ja, die Elite Capellix auch in weiß, denn es soll so ein bisschen in Richtung weiß gehen. Und natürlich auch der Vorteil dann von dem Mainboard. Komplette IQ-Integration bietet Asus ja, von daher alles vom Feinsten. Ja, dann setzen wir noch auf das Board Arbeitsspeicher natürlich, damit wir natürlich für die Zukunft gewappnet sind. Kommen hier 32 GB zum Einsatz, also 4 Module A 8 GB mit 3200 MHz CL16 der Corsair Vengeance RGB Pro in der SL-Variante. SL ist ja der etwas neuere und der ist halt nicht ganz so hoch gebaut. Dann als Datenspeicher setzen wir hier für die Spiele auf die SN750 Black von Western Digital. Hier steht es schon drauf, 3430 Megabyte die Sekunde im Lesen und 3000 macht die im Schreiben. Ist so ein bisschen das Pendant zu Samsung Evo 970 Plus. Als Grafikkarte kommt dann zum Einsatz der leuchtende Superkarton, ja, die Sapphire Nitro Plus 6700 XT, ja, eine wunderschöne Grafikkarte mit drei Lüftern, 200 mm, ein 90 mm Lüfter, 12 GB VRAM, also auch mehr als ausreichend und ja,
PCI Express 4.0 angebunden, unterstützt das Board ja auch mit dem Prozessor. Von daher super Sache und typisch natürlich Nitro Plus Edition. Schöne RGB-Beleuchtung, sehr leiser Betrieb und so. Von daher feine Grafikkarte. Ja, damit das dann auch alles genug befeuert wird, haben wir hier als Kraftwerk das Be Quiet Straight Power 750 Watt. Ja, ist ein super schönes Netzteil mit einem 135 mm Lüfter, vollmodular und ist natürlich auch 80 plus Gold zertifiziert, damit wir dann halt auch den ganzen, das ganze System effizient betreiben können. Was natürlich noch fehlt, sind zwei Sachen. Einmal, weil wir natürlich den RGB-Wahnsinn heute bauen, brauchen wir natürlich noch die Lianli Streamer Plus Kabel. Ja, einmal für Grafikkarte und einmal für fürs Mainboard. Dazu habe ich auch schon mal ein gesondertes Video gemacht, wo ich die vorgestellt habe. Findest du übrigens hier oder auch unten in der Videobeschreibung. Ja, somit wird das ein fantastischer PC. Aber wo kommt der ganze Kram jetzt rein? Wo wird's reingebaut? Ja, und zwar in das wohl mit beliebteste Gehäuse, das Lianli O11 Dynamic in Weiß. Genau. In dieses Gehäuse kommt der ganze PC rein. Ich freue mich schon sehr drauf. Falls du übrigens neue bist und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren. Denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos und somit ein einfaches Mittel, Danke zu sagen. Und wenn du Interesse hast übrigens an einem Nachbau von diesem PC, findest du wie immer alle Teile unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du darüber einkaufst, kannst du darüber kostenlos diesen Kanal unterstützen. Und das würde mich sehr freuen. Ja, ich würde sagen, ich baue jetzt mal hier diesen PC zusammen. Und ja, dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Zum Fazit. Ja, der PC ist fertig gebaut und sieht auch mal wieder ganz fantastisch aus. Und ja, was gab es so zu berichten beim Zusammenbau? Natürlich immer alles sehr aufwendig mit neuen QL-Lüfter, die ganze Verkabelage und so. Und viel Kabelmanagement notwendig, um das alles irgendwie da reinzubekommen. Aber ich habe es dennoch gut gelöst, denke ich. Ich zeige dir das mal gerade hier hinten. Ja, es sieht jetzt so aus, das meiste verdeckt natürlich auch die Abdeckung hier, wo man ja nochmal SSDs oder HDDs dran bauen kann. Ja, ganz fantastisch auf jeden Fall. Dann gab es noch so eine kleine Ungereimtheit. Es ist nämlich leider bei der Sapphire Strix Grafikkarte kein ARGB-Kabel dabei. Da habe ich jetzt nochmal eins gekauft und da eingesteckt. Und auch damit dem Mainboard verbunden, weil normalerweise ja Asus auch die komplette IQ-Integration hat. Hat ein bisschen gedauert, bis ich den Fehler gefunden habe. IQ unterstützt nämlich die normalen RGB-Header, also die 4-Pin 12 Volt, aber nicht die 3-Pin 5 Volt aktuell noch nicht. Soll aber mit der Zeit dann irgendwann nochmal kommen. Ich habe mir das jetzt ein bisschen einfach gemacht, weil wir ja nochmal eine Extra-Steuerung drin haben für die Lianli Streamer Plus Kabel und die Steuerung hat halt auch einen ARGB-Ausgang und da habe ich jetzt die Grafikkarte dran angeschlossen.
Somit läuft die Grafikkarte quasi das Programm, was auf den Streamer-Kabeln ist, auch ja, auf der Grafikkarte. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz guter Kompromiss. Denn diesen Effekt, den du jetzt gerade siehst, den gibt es bei normal adressierbar ARGB nicht jetzt irgendwie einzustellen. Und von daher brauche ich diese Lianli Streamer Plus Kabelsteuerung sowieso. Ja, leistungstechnisch ja, kann der PC auch super überzeugen. Im Fire Strike haben wir gute 31.000 Punkte, sind damit besser als 98% aller bisher und weltweit getesteten Systeme. Und im Time Spy gute 13.000 Punkte und sind damit bei 94% aller bisher und weltweit getesteten Systeme. Von daher kann sich die Leistung schon sehen lassen. Da wird der Mario auf jeden Fall seine Far Cry und Battlefield und was nicht alles und New World super easy und flüssig mit spielen können, zumal der eh aktuell noch einen Full-HD-Monitor hat. Wenn er dann mal irgendwann mal auf einen WQHD 4K-Monitor wechselt, hat er mit dem 750-Watt-Netzteil natürlich von Be Quiet auch die Möglichkeit, hier die Grafikkarte irgendwann später mal zu tauschen, wenn es denn nötig sein sollte überhaupt. Und ja, temperaturmäßig auch vom Allerfeinsten. Wir kamen mit geschlossenem System so auf die 65 Grad CPU wie GPU im Gaming-Betrieb. Also auch alles entspannt, super leise das System. Natürlich auch verständlich bei 9 QL-Lüfter, die da verbaut sind. Da kommt natürlich auch genug Luft rein und geht auch genug Luft raus. Ja, im Großen und Ganzen super PC und ja, das Farbschema, falls sich das interessiert, da habe ich auch nochmal ein extra Video zu gemacht, findest du hier oben oder unten in der Videobeschreibung, wie ich das über IQ eingestellt habe. Ja, im Großen und Ganzen also ein fantastischer und großartiger PC und ja, wenn du dich dafür interessierst, für einen Nachbau, findest du wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasse doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen, damit du auch zukünftig nichts rund um den PC hier verpasst auf diesem Kanal. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit und bis gleich. Rambo-MK5-CheatX100@bastelnerd. Wenn ich eine so geile Maschine auch möchte, würde ich dir den selbst abholen. Aus welcher Ecke in Deutschland kommst du? Ja, ja, abholen ist mir sowieso immer lieber. Bottrop, also Ruhrgebiet.